Sind Sie unterdrückt, Frau Illy? Ich bin ganz klar nicht unterdrückt. Wie gesagt, also mir wird das Wort im Munde umgedreht. Es geht nicht darum, es ist im Islam so und im Islam haben wir die Vielfalt. Man kann selbst bestimmen, ob man Kopftuch trägt, das Gesicht verschleiert oder wie man leben möchte. Ich persönlich habe mich für diese normative Option des Niqabs entschieden und für mich bedeutet das erstens Selbstbestimmung und zweitens auch Freiheit. Und gerade mit Verboten, wie zum Beispiel einem Gesichtsschleierverbot, mit einem Verbot vom Beten in öffentlichen Räumen, damit schließt man die Muslime aus der Gesellschaft aus. Nein, Sie schließen. Das können Sie nicht verstecken. Es stecken keine politischen Argumente dahinter, sondern rein theologische. Und Sie würden ja wahrscheinlich auch das Kopftuch als politisches Argument ansehen. Bitte? Sondern es ist ganz klar, es ist im Islam verankert, es ist nach allen vier Rechtsschulen, sind Sie sich einig, dass der Niqab eine normative Option ist. Und es ist ganz klar, dass auch das Gebet, jeder Muslim betet fünfmal am Tag, wenn er seine Religion praktiziert. Ja. Wenn ihm das in öffentlichen Gebäuden am Arbeitsplatz untersagt wird, schränkt man ihn in seiner Religion ein. Wir reden hier nicht darüber. Wir reden hier über Burka und Niqab. Wir sprechen hier über Radikalisierung. Und Sie haben die theologischen Gründe nicht genannt. Ich erkläre Ihnen, wo das die Radikalisierung beginnt. Dann sagen Sie und sie beginnt hier, wo wir Muslime Gründe nicht sind. In der Tat wirtschaftlich und gesellschaftlich wirklich an der Gesellschaft teilnehmen Sie können. Dürfen wenn wir keinen Platz in der Gesellschaft bekommen, ohne dass wir unsere Werte, unsere Religion aufgeben müssen, wollen können Sie hier wir missionieren? Nicht gegen jetzt Radikalisierung wollen Sie nicht den übernehmen. Die Muslime konnten Sie haben einen Teil von unserer Moschee gesehen. Sie waren bei uns und Sie haben das. Ihre Aussage von vorhin, mich als Nicht-Muslime zu deklarieren, ist auch abwertend. Und mit Sie sind Teil der radikaler Islam. Nein, Sie haben gesagt, dass meiner Ansicht nein, drei Muslime, nicht vier. Und mit dieser Haltung sind Sie nicht anders als IS und andere Gruppierungen, die ich natürlich Sie selbstverständlich tun das mit ablehnen, mir. Darum geht die es nicht. Ganz klar nein. auch ich genau habe es anders gleich, Herr Mansour, genau gleich arbeiten. Ich habe gesagt, Sie vermitteln nicht meine Islamverständnis. Ich muss ganz klar sagen, dass immer ich auch so wieder verstanden. Das Schlagwort Werte kommt. Und das, was wir hier haben, die Problematik, ist ganz klar, Muslime müssen in der Gesellschaft akzeptiert werden. Wir leben in Deutschland in einer freiheitlich-pluralistischen Gesellschaft, genau. wo auch verschiedene Werte, Wertesysteme akzeptiert werden müssen. Mhm. Und es kann nicht sein, dass wir Muslimen nur auf einer Augenhöhe begegnen und miteinander diskutieren können, wenn zuerst die Muslime ihre Religion und ihre Werte und ihre Kultur aufgegeben haben. Das aber wäre der andere Punkt, wenn wir schon über Zahlen gesprochen haben, in Bezug auf die Moscheen und wie viele Moscheen geschlossen worden sind, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir einmal darüber sprechen, wie über die islamophoben Angriffe, die wir Muslime, was ich ganz klar auch eine Ursache der Radikalisierung sehe, müssen wir mal darüber sprechen, zwischen 2001 und 2015 hat es über 420 Brand- und Sprengstoffanschläge auf islamische Institutionen gegeben, 75 davon alleine im Jahr 2015. 17,5% der deutschen Bevölkerung bezeichnen sich selbst als islamfeindlich. 2014 und 2015 sind es 21,3%. Das ist gelogen, aber wie auch dort also, ganz klar im Bericht erwähnt wird, also bitte hören Sie auf, das geht klar, gar nicht. Dass das ist so eine harte Kriegsrealität hat, habe ich ja auch erwähnt, dass eben nach kurzer Zeit diese jungen Teenager aufwachen und merken, dass sie eben nicht einfach in einem gelobten Land gelandet sind, sondern in der brutalen, harten Kriegsrealität. Aber und das ist das ganz viel, das, nicht, das viele Sie, ausblenden. Wenn Sie am Nein, ich glaube, alle hier in der Runde sind wir uns einig, dass wir uns ganz klar von jeder gewaltbereiten Gruppierung, die sich gegen Zivilisten und Unbeteiligte wendet, ganz klar distanzieren. Und das müssen wir das auch müssen ganz wir klar sagen. Und deutlich sagen.